Und da sind wir wieder zurück, voller Liebe und positiver Schwingungen mit Dragon Age 2. Ich werde jetzt erstmal Anders eine Verletzungsausrüstung geben, der sie wieder mal nicht benutzt. Oh, Spiel. Stell dich doch jetzt nicht so an, komm. Und dann kriegt er von mir noch eine zweite, weil er so eine Special Snowflake ist und immer ganz viel Liebe braucht, ne? Du hättest dich nicht verletzt, wenn wir dich nicht hätten niederknüppeln müssen, weil du mal wieder deine was auch immer nicht im Griff hattest. So, jetzt probieren wir das hier nochmal. Und wenn das jetzt wieder so abläuft wie gerade eben, dann bin ich seriously angepisst. Und ihr beide mal bitte darüber. Also, ihr dürft jetzt schon noch was machen. Was, der letzte, den ich angreife, ist halt dann zufällig der echte, oder wie? Ah, nee, der da. Okay. Oh, ernsthaftes Spielchen müssen wir jetzt jedes Mal spielen. Wir müssen einfach nur den echten finden und wir haben halt die ganze Zeit zu lang gebraucht. Okay, dann geht ihr dreimal hier rüber. Und Fenris, du gehst mal bitte da raus und mal nach hinten. Fenris, du läufst mir bitte außen rum. War der richtige. Okay. Das heißt, ich hätte auch einfach nur jeden einmal anhauen können oder so. Man lernt nie aus. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Kritischer Schaden, Geschwindigkeitsabzug, kritische Trefferchance. Ja, mit der Crit-Chance hoch. Mich würde es mal interessieren, wie viel diese ganzen Sachen eigentlich steigern. Also, ich weiß, der Kälteschaden, also es waren nur 4 Punkte, das ist ja nix. 5% Chance auf Regeneration von 2% Mana und 3% Crit. Also, ne, lass mal. Lass mal stecken spielen, ne? Brauche ich nicht, danke. So, das sieht dann doch nach Finale aus hier, ha? Haben wir es doch noch geschafft. Wir Ich hätten es auch schon spüre, letztes dass die Mal Siege geschafft. schwächer werden. Ihr weißt, Aber dass ihr ihr wisst ja. nah seid. Ihr müsst bereit sein. Was ist das? Wer? Nein. Nein, sie sind hier. Wer sind Sie? Die Carter? Nein. Schlimmer, heimtückischer, gefährlicher. Die Wächter. Sie hören auf Korypheus. Sie wollen ihm das Licht bringen. Haltet sie auf! Ihr müsst sie aufhalten! Etwas geschieht. Das Gefängnis bricht zusammen. Aber es hat den Grabungen doch standgehalten. Was könnte... Ihr habt den Schlüssel. Und ihr habt die Siegel überwunden. Muss ich aber jetzt gegen die Wächter kämpfen? Champion? Seid ihr es etwa? Die Hawk? Malcolms Tochter? Ja. Die Carter sagte, sie wäre nahe dran. Also müsst ihr es sein. Ich bin Janeka. Ich führe diese Einheit der Grauen Wächter an. Wie es scheint, sind plötzlich alle sehr an eurem Vater interessiert. Ihr wisst es also nicht? Ohne Malcolm wäre dieses Gefängnis schon vor 30 Jahren gefallen. Erzählt mir, was mein Vater getan hat.
Die Grauen Wächter errichteten dieses Gefängnis, um einen der mächtigsten Vertreter der dunklen Brut einzusperren, dem wir je begegnet sind. Aber selbst die stärkste Magie verblasst irgendwann. Deshalb müssen die Wächter die Siegel erneuern. Dafür bedarf es eines Blutmagiers, der nicht durch die Ausbildung der Wächter verdorben ist. Der letzte, der dieses Ritual durchgeführt hat, war euer Vater. Mein Vater war ein Blutmagier? Warum geht es in meinen Familiengeschichten eigentlich nie um peinliche Aufenthalte in Antiva? Wir brauchen eure Hilfe, Hawk. Ich habe intensiv über diese dunkle Brut nachgeforscht. Und ich denke, die Wächter waren damals... Oh, nicht freilassen jetzt. Er ist keine Gefahr für die Menschheit, sondern eine Chance. Dunkle Brut, die sprechen, fühlen, denken kann. Nein, pfui. Die Verdammnis kümmert Corypheus nicht. Er hat euch benutzt. Der Kommandant der Wächter. Hört nicht auf diese Kreatur. Er ist selbst zur Hälfte dunkle Brut. Wir können Corypheus und seine Magie benutzen, um die Verderbnisse zu beenden. Nein, die Wächter wussten es. Corypheus ist zu mächtig. Tut es nicht, Hawk. Der Kommandant der Wächter hatte mit einem wie ihm eine Vereinbarung getroffen. Und wir wissen immer noch nicht, welche Folgen das hat. Es ist das Risiko wert. Und wenn er uns nicht hilft, ist er einfach nur ein weiterer großer Mistkerl der dunklen Brut, in den man einen Bolzen jagt. Keine große Sache. Da muss er aber erstmal jagen, wenn er so gefährlich ist. Und auch noch ein Magier. Genau das hat der Welt noch gefehlt. Corypheus ruft nach ihr und sie hört ihm zu. Sie hat ihm die Karte gebracht und sie euch auf den Hals gehetzt. Ihr müsst uns helfen. Warum muss ich das? Warum sollte diese dunkle Brut den Verderbnissen ein Ende machen wollen? Er ist kein geistloses Monster. Diese Suche nach den alten Göttern fordert von seinem Volk einen schrecklichen Preis. Das klingt äußerst vertraut. Er hat euch getäuscht. Das sind nicht eure Gedanken, es ist sein Ruf. Wie viele von ihnen sind allein in Ferelden gestorben? Und das war noch die schwächste aller Verderbnisse. Wie könntet ihr irgendeiner Vereinbarung trauen, die diese dunkle Brut mit euch trifft? Haltet mich nicht für töricht, Hawk. Ich treffe keine Vereinbarung. Ich besitze einen Zauber, der Corypheus kontrolliert, der ihn meinem Willen unterwirft. Glaube ich jetzt nicht so. Er wird eine neue, wichtige Waffe im Krieg gegen die Verderbnisse sein. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Sprecht ihr davon, Blutmagie einzusetzen? Alles, was mit ihm gemacht wurde, geschah durch die Macht des Blutes. Die Wächter sperrten Corypheus ein, bevor die Kirche derartige Magie verboten hat. Es ist die einzige Möglichkeit, ihn festzuhalten. Eine wirklich bequeme Ausrede. Corypheus könnte eine ebenso große Bedrohung sein wie die nächste Verderbnis. Wir können es nicht riskieren, ihn freizulassen. Wir finden einen Weg, ob mit oder ohne euch, Hawk. Dieses Gefängnis wird fallen. Die Verderbnisse werden enden. Kommt! Wir werden vor ihnen beim Siegel sein. Ja, sehr gut. Es zahlt sich halt aus, wenn man Verbündete an den richtigen Stellen hat. Jetzt. Fenris, du sollst nicht mit mir befreundet sein. Unsere Beziehung ist auf Hass aufgebaut. Das hier war Teil der Verteidigungen des Gefängnisses vor Jahrhunderten. Alte Schutzmechanismen, instabil, gefährlich. Die Wächter haben sie abgeschaltet. Und ich schalte sie wieder ein. Aktivieren werden sie Janika. Ja, wenn man damit Janika aufhalten kann, ich meine, also das ist ja, sorry, schon ein bisschen verrückt, ne? Generationen über Wächter vor ihr haben hier quasi gekämpft, dass eben Corypheus hier drin bleibt und sie will ihn freilassen. Wenn Larius wegen Corypheus recht hat, müssen wir uns beeilen. Ach du Scheiße. Fasst nichts an. Die alten Verteidigungen sind wieder aktiv. Äußerst unberechenbar, äußerst gefährlich. Alles klar, ich fasse hier nichts an. Da! Das ist die, deren Tod Janika wünscht. Ihr folgt Janikas Befehlen? Janika hat ihr Wissen über Corypheus mit der Charta geteilt. Sobald sie den Meister befreit, werden wir belohnt werden. Wie viele von euch gibt es hier eigentlich? Ich dachte, ich wäre schon mit euch fertig. Mag sein, dass wir hier sterben, aber euch nehmen wir mit uns. Nein, nicht! Zu den Waffen! Und betet, dass Corypheus unsere Opfer würdigen wird.
Wird er wahrscheinlich nicht. Jetzt müssen wir irgendwie an den Verteidigungsanlagen vorbeikommen, ne? Diese Narren von der Charta, immer dort, wo sie nicht hingehören. Das hätte nicht geschehen dürfen. Nichts anfassen ist normalerweise eine Einladung, wirklich alles anzufassen. Wusstet ihr das nicht? Mit Dingen herumzuspielen, die man nicht versteht, hat immer Konsequenzen. Erzählt es mal der Männerwelt. Es gibt einen Ausweg, tief vergraben, eine schwache Erinnerung, ein verblassender Gedanke. Ich war schon einmal hier. Ja, ja, denk nach. Es muss einen Weg geben. Ich war schon einmal hier, vor langer Zeit. Wir fassen einfach noch ein paar andere Sachen an. Das wird schon klappen. Die Magie fließt in einzelnen Strömen. Sie müssen vereinigt werden, damit sich der Weg öffnet. Auch noch ein Rätsel? Das ist es. Okay. Dann hätten wir beim letzten Mal auf keinen Fall fertig machen können. Das beruhigt mich ein bisschen. Und welche Magie muss jetzt vereinigt werden? Also wo muss das Ding hin? Das müsste ich halt vorher wissen. Muss ich einfach von dem hier darüber... Oh Gott, habe ich hier wieder irgendwo eine Vogelperspektive? Muss mal ganz kurz schauen, ob ich eine Vogelperspektive habe. Maus. Nein, Tastaturbelegung. Auch herunterscrollen, ja gut, toll. Scheinbar nicht. Im ersten Teil konnte man nämlich ein bisschen weiter rauszoomen. Das hat solche Rätsel ganz leicht gemacht. So. Jetzt muss hier so ein Gegenpart sein. Okay. War jetzt gar nicht schwer. Wir haben noch ein gutes Stück vor uns. Alles klar. Lass mich aber erstmal schnell da oben looten. Hoffentlich ist es nicht so ein Rätsel, das jetzt fünfmal kommt und jedes Mal schwerer wird, weil sowas muss nicht sein. Vor allem, wenn ich nicht weit genug rauszoomen kann, um mir einen Überblick zu verschaffen. So, rennt hier gleich wieder so ein Genlock-Typ ums Eck? Nee? Auch gut. Aber davon ihr wieder. Wirft der hier einfach mit kleinen Fläschchen nach mir und warum kann ich mich jetzt nicht bewegen? Ah, das ist wieder... Wo geht's jetzt lang? Ich gehe jetzt erstmal da lang. Einfach, weil ich alles mitnehmen möchte. Und ich hier noch nicht war. Und vielleicht ist hier hinten ja was, was wir für eine Nebenquest oder sowas brauchen. Da ist eine Truhe. Dafür habe ich ja zum Glück Varric. Ich liebe solche Aufgaben. Ja, du liebst solche Aufgaben. Natürlich. Deswegen habe ich dich mitgenommen. Und deswegen habe ich dich so klug gemacht. Der Ork war von der alten Bauweise fasziniert. Er hat ständig Halt gemacht, um die Gravuren zu untersuchen. Ein gebildeter Mann. Eine Kursänderung.
Ich hatte Unrecht. Wir können diese Kreatur, diesen Korypheus, nicht kontrollieren. Selbst unsere mächtigsten Magier haben nicht den geringsten Einfluss auf ihn. In Wahrheit sind es sogar sie, die sich als am anfälligsten erwiesen haben. Ein Dutzend Mal haben sich jene, die zur Überwachung oder Erforschung der Kreatur eingeteilt waren, auf die Suche nach dem Schlüssel begeben, um ihn zu befreien. Sobald sie in eine sichere Entfernung gebracht werden, können sie sich jedoch kaum noch an etwas erinnern. Sie berichten von einer Stimme in ihrem Kopf, einem Rufen wie dem der alten Götter. Doch das alles schwindet, sobald sie nicht mehr in Korypheus Gegenwart sind. Wir wurden außerdem von dunkler Brut angegriffen, die nach ihm suchte. Ich kann nur annehmen, dass sie auf dieselbe Weise herbeigerufen wurde. Irgendwie erlaubt es ihm, seine Magie durch die Verderbtheit selbst zu sprechen und jeden zu beeinflussen, der von ihr betroffen ist. Dieselbe Macht hält außerdem jeden Wächter zurück, der versucht, ihn zu töten. Ich empfehle deshalb dringend, dieses Gefängnis zu versiegeln und seine Existenz zu verschleiern. Korypheus darf keinesfalls die Freiheit erlangen. Vom Kommandanten der Wächter Daneken an den ersten Wächter in Weißhaupt 1014.TE. Keine Ahnung, was das bewirkt hat, aber ich habe es mal aktiviert. Ist gut, ne? Mache ich immer so. Es sind irgendwelche Schalter oder Hebel oder so, die bewegen wir mal in die An-Position. Hier habe ich keine mehr von den Dingern. Ich vermute nämlich, die wird man sowieso alle irgendwie einschalten müssen, damit sich was tut. Ja, damit wir hier durch können nämlich. Ha, ich habe die Lösung mal wieder vor dem Rätsel entdeckt. Aber das DLC hat schon eine ordentliche Länge, ne? Muss man mal so sagen. Ich war mir eigentlich jetzt sicher, dass die letzte Folge, also die letzte Folge die letzte ist. Aber gut. Das ist rot. Ah, das ist ein Autosave. Dachtet ihr wirklich, diese alten Schutzmechanismen könnten mich aufhalten? Seht euch nur an, ihr seid kaum fähig, zwei klare Gedanken in Folge zu fassen. Nur dank Hawk habt ihr es überhaupt so weit geschafft. Ihr könnt noch immer umkehren. Hört nicht auf seine Stimme. Ihr seid ein Narr, Larius. Und ihr hättet schon vor Jahren hier sterben sollen. Ungut. Aber immerhin kein Genlock-Alpha. Lithos, der Heiler. Kel'Zarak. Und Azena, Verteidiger der Klingen. Ah, da hinten ist noch einer. Keine Ahnung, wer du bist. Ich kann dich auch nicht angreifen. Ah, jetzt. Osra, der Gleichmacher. Okay. Nimm du mal bitte einen Elfenwurzeltrank. Heiltrank. So, wenn es wirklich der Heiler ist, dann hätte ich den natürlich mal zuerst ausschalten müssen. So, dann den hier. Mal den. Moment, ich mache jetzt erstmal schnell das hier. Und erstmal eine Gruppenheilung raus. Warum ist Enders tot?
Warum greift eigentlich mal keiner die an, die man wirklich angreifen sollte? Das war jetzt interessant. Okay. Gut. Okay. Muss ich jetzt da wieder zurück? Weil... Komme ich jetzt... Nee, durch die Tür komme ich noch nicht. Ich habe ja erst einmal blau und einmal rot. Ne? Aber hier geht es jetzt schon weiter ins Gefängnisinnere. Hm. Ich gehe mal weiter hoch und guck mal. Nicht, dass ich jetzt irgendwas übersehen habe da unten. Hm, der lebt auch noch. Okay. Dann mache ich jetzt an der Stelle Schluss. Dann haben wir tatsächlich nochmal eine Episode DLC. Nicht schlecht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.